Das ist Martin, ich bin Robin. Und Dazili, was geht ab? Shorts. Ein Leben ohne YouTube, ohne Instagram, ach, ohne das ganze Internet, das können sich die meisten heute gar nicht mehr vorstellen. In Ländern wie China oder Nordkorea ist es aber ganz normal, dass zensiert oder sogar der Zugang komplett beschränkt wird. Trotzdem gibt es immer wieder Leute, die es schaffen, diese Sperren zu umgehen und aus ihrem Land berichten können. Aber was machen eigentlich diejenigen, die das Netz für den Alltag nutzen wollen? Schließlich wird auch ihnen der Zugang verwehrt, selbst wenn sie nur ein paar Videos angucken oder Wikipedia durchstöbern wollen. Auf Kuba verkündet das Regime beispielsweise seit Jahren, dass es einfacher werden soll, online zu gehen. Darunter versteht ihr so sozialistische Führung unter Raúl Castro, dass letztes Jahr landesweit 118 Internetcafés eröffnet werden durften. Da Kuba rund 11 Millionen Einwohner hat, müssten sich umgerechnet 92.000 Menschen ein Internetcafé teilen. Vor allem beim Pornogucken relativ unangenehm. Eine Stunde Surfen kostet ungefähr 3 Euro. Klingt erstmal nicht so teuer. Der durchschnittliche Monatslohn in dem Land liegt aber bei 12 bis 15 Euro, weswegen ein bisschen Internet schon zum Luxusgut wird. Ähnlich wie in der ehemaligen DDR, wo nur auserwählte Bürger ein Telefon zu Hause hatten, bekommen auch auf Kuba nur wenige Menschen einen Internetanschluss. Zuverlässige, regimetreue Journalisten und hochrangige Politiker gehören zu den Glücklichen, die ins Netz dürfen. Das heißt aber noch lange nicht, dass auch alle Websites verfügbar sind. Wenn sie nicht sowieso schon gesperrt werden, sind sie wegen der geringen Bandbreite so gut wie gar nicht erreichbar. Zu dieser Kategorie gehört zum Beispiel Facebook. Auch E-Mails, die an kubanische Adressen geschickt werden, liest die Regierung, bevor sie ankommen. Die wenigen Blogger, die für alternative kubanische Nachrichtenseiten schreiben, dürfen aber teilweise frei formulieren. Das klingt erstmal ganz positiv, allerdings sind deren Artikel nur für nicht-kubanische Leser zugänglich. Die Menschen auf Kuba kommen nicht auf die Websites und selbst von Hotels aus kann nicht auf sie zugegriffen werden. Laut Verfassung gilt zwar das Recht auf Meinungsfreiheit, aber nur, wenn es für die sozialistische Gesellschaft von Vorteil ist. Die Organisation Reporter ohne Grenzen stuft Kuba als einen von 12 Feinden des Internets ein. In diese Kategorie fallen unter anderem auch der Iran, Nordkorea, China und Russland. Doch die Kubaner wissen sich zu helfen. Studenten haben in ihrer Uni meist Zugang zum Internet, wenn auch nur begrenzt. Sie kopieren YouTube-Videos und E-Mails auf USB-Sticks oder CDs und bringen diese dann ihren Bekannten mit. Es ist sogar ein richtiger Wirtschaftszweig aus dem Handel mit YouTube-Videos entstanden. Manche technikversierte Kubaner hacken sich sogar in Hotel-WLANs oder nutzen die Möglichkeit, per SMS zu tweeten. Da wird auch schnell klar, warum Wi-Fi-Hacker eine der beliebtesten Smartphone-Apps auf Kuba ist. Was würdet ihr ohne Internet machen? Schreibt es in die Kommentare. Richtig. Hey du, ey, willst du ein paar Videos kaufen? Da drüben. Ey, guter Preis, Mann. Abo-Knopf, ist auch gut. Vergiss nicht, Excalibur. Geiler Nerd-Stuff. Und Videobeschreibung, Facebook, Twitter, Instagram. Fuck die Bullen! Und die beiden Kanäle gibt's auch noch in der Videobeschreibung.